gleich bei N24 Drive. Autoverrücktes Amerika. Ausflug ins Oldtimer-Paradies. Alles, was man sich vorstellen kann, ist hier. Amerika. Land der Einwanderer, Land der Autoverrückten. N24 Drive begleitet heute ein Paradeexemplar beider Gattungen zu einem besonderen Event. Michael Knobi Knoblauch ist vor 25 Jahren von Hamburg nach Phoenix, Arizona ausgewandert, um dem Traum der großen Autofreiheit ein Stück näher zu rücken. Wir befinden uns im Moment auf dem größten, unorganisierten Autotreffen an der Westküste der USA. Je nach Jahreszeit, je nach Events, die hier rundherum passieren, sind hier irgendwo zwischen 500 und 1500 Fahrzeuge. Kein Eintritt, keine richtige Organisation. Es ist einfach nur ein Autotreffen, das hier organisiert wird von dem Besitzer, der diesen McDonald's hier gehört. Der öffnet seinen Parkplatz für klassische Fahrzeuge. Jeden Samstagnachmittag, je besser das Wetter, je mehr Autos. Es ist ein Kommen und Gehen, alle Altersgruppen, alle Fahrzeuggruppen. Keine Limitation. Wir haben Fahrzeuge aus den 30ern, in die 70er und Motorräder. Alles, was man sich vorstellen kann, ist hier. Ein seltenes Phänomen. In Zeiten von Facebook und Co. treffen sich im Osten von Phoenix jeden Samstag Autoliebhaber aus ganz Amerika, um dem heiligen Blech zu huldigen. Der Käfer hat normale Proportionen, aber ein Achtzylinder vorne. Viel Arbeit. Das ist etwas kürzer. Und wenn er fährt, dann dreht sich hinten diese Aufschraubmutter. Die Amis stehen einfach auf die große Show. Und auf große Motoren. Hubraum statt Wohnraum lautet die Devise, wie hier bei diesem V12-Monster, ursprünglich aus einem Lincoln. Lincoln mit dem 12-Zylinder-Motor hat ein gigantisches Auto angetrieben. Das war ein richtiger großer Sedan, eine große Limousine. Den Motor hat man entfernt und in eine kleine, schmale, schnelle, wendige Karosserie gebaut, um damit Alkohol zu schmuggeln. Das ist die Grundlage für viele Filme, für viele Rennveranstaltungen, für Hot Rods und NASCARs in general. Die Umbau- und Tuning-Wut der Amis macht dabei nicht mal vor schnöden Pickups halt. Dieses General Motors Arbeitstier kann vor lauter Power kaum noch gehen. Luftfederung drin, das Auto fährt hoch, fährt runter. Je nachdem, wie es braucht, wenn er parkt, liegt er auf dem Boden, weil es gut aussieht. Wenn er fährt, bringen wir ihn 13, 14, 15 cm in die Höhe, damit er vernünftig fahrbereit ist. Der Hammer hier ist wirklich ganz klar die zwei Turbolader. Ein Achtzylinder mit zwei Turbo ist schon was. Beim Ampelstart muss sich der Turbo-Pickup sicher vor keinem fürchten. Auch echte US-Klassiker werden nicht geschont. Der 60er Jahre Chevrolet Camaro wurde nicht nur im Motorraum gecleant. An diesem Ponycar ist wirklich nichts mehr original. Von dieser Ansicht kann man besser sehen, was man alles an dem Auto gemacht hat. Nicht nur sind die Rücklichter geändert worden, das Heck ist geändert worden, die Auspuffanlage kommt durch die Heckschürze statt unten drunter. Die Breite der Reifen ist wirklich, was hier interessant ist und wahrscheinlich eine der größten Aufwendungen war in diesem Fahrzeug. Denn letztendlich, die Radhäuser müssen innen verbreitert werden, die Hinterachse muss schmaler gemacht werden. Aber dann hat man natürlich was Besonderes. Individualität ist eben Trumpf. Und so kann man an jeder Ecke Neues entdecken. Nur eine Oldtimer-Konstante besteht weltweit. VW Käfer und VW Bulli. Die Beliebtheit dieser luftgekühlten Boxer-Volkshelden ist trotz steigender Preise ungebrochen. Das Schöne ist, wenn du einen VW fährst oder einen Käfer fährst, einen VW-Bus fährst, man hat eigentlich sehr selten Neider. Nicht? Wohingegen, wenn man einen Rolls-Royce, einen Cadillac oder sowas hat, dann schauen die Leute einem naja, so ein bisschen seitwärts an. In einem VW-Bus passiert das nicht. Obwohl ein VW-Bus in dieser Güte fast doppelt so teuer ist wie ein 50er-Jahre Cadillac Cabriolet. Er hat ein anderes Flair. Manchmal helfen auch Kinofilme, aus einem Auto ein Kultauto zu machen. Wie beim Pontiac Firebird aus Smokey and the Bandit.
200 Pferde aus 6,6 Liter Hubraum lassen 1977 Bandits Feuervogel zum echten Supercar und idealen Untersatz für gesetzlose Highway-Raserei mutieren. Burt Reynolds seinerzeit hat den Trans Am gefahren, hat damit auch eigentlich die Marke gesetzt für dieses Auto, für den Vogel, für das schwarze T-Top-Fahrzeug. War eine tolle Angelegenheit. Und glücklicherweise, Pontiac oder die Pontiac-Besitzer können sich jetzt darüber freuen, denn das Fahrzeug, ich glaube, ohne den Bandit-Film hätte er nie den Stellenwert erreicht, den er heute hat. Bei diesem Oldtimer-Treffen ist wirklich für jeden Autofan was dabei. Auch Originalitätsfetischisten kommen nicht zu kurz. Bei diesem 50er Jahre Cadillac steht Patina hoch im Kurs. So wie wir es sehen, hat er es gefunden. In San Francisco ist ein 54er Cadillac, hat in einem Carport gestanden und ist so, wie wir ihn sehen, verwittert. Das Einzige, was sie gemacht haben, das Auto wurde ganz leicht angeschliffen. Das ist der Originallack, das Original so verblichen und verwittert, wie wir ihn sehen. Er hat versucht, diese Patina zu schützen mit einem Seidenmattenklarlack. Sehen und gesehen werden, lautet das Motto. Das Schaulaufen treibt auch nach 25 Jahren Amerika für Knobi noch seltsame Blüten. Ich kann nur hoffen, der hat auf der Seite einen Aufkleber drauf für eine Metallverarbeitungsfirma. Ich kann einfach nur hoffen, dass dieses ein Ausstellungsobjekt ist, um darzustellen, was die in der Lage sind, mit ihren Metalldrucken zu tun. Ansonsten bin ich nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, muss ich ehrlich sagen. Wobei, die Schute über der Scheibe ist natürlich toll für einen T2. Natürlich spielt auch das Klima in Arizona eine wichtige Rolle. Sowohl bei der Lebensqualität außerhalb als auch im Auto. Ohne Klimaanlage geht nichts. Das nennt sich eigentlich ein Swamp Cooler. Der Swamp Cooler ist eigentlich ein Wasserbehälter, der innen drin eine Art Pappmatte hat oder eine Gewebematte, durch die das Wasser durchrieselt. Und während der Fahrt wird die Luft durch diese befeuchtete Wassermatte gedrückt. Und durch die Verdunstung kühlt sich die Luft ab, wird ins Auto reingedrückt. Und es funktioniert tatsächlich verhältnismäßig brauchbar. Solange das Auto sich bewegt und solange die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr, sehr gering ist, die Außenluftfeuchtigkeit bzw. der Taupunkt. Hier in Arizona, wir haben 360 Tage Sonnenschein und eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von unter 10%. Funktioniert wunderbar. Fahren ist der Keypunkt hier. Das Auto muss in Bewegung sein. Um hier aus der Masse herauszustechen, muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen. Wie wär's also mit einem fetten V8-Motor in einer 30er-Jahre-Karosserie und dann das gesamte Cockpit im Fahrzeugboden versenkt? Also einen richtig vernünftigen Grund gibt's für so ein Auto nicht, außer anders zu sein. Das Ding hat mehr Leistung, als es jemals auf die Straße bringen könnte. Ich gehe mal davon aus, er hat nicht mal Bremsen vorne. Ich weiß nicht, wie man so ein Fahrzeug stoppt. Ich weiß auch nicht, wie komfortabel man darin sitzt. Ich weiß auch nicht, wie gut man daraus sehen kann. Wir haben vor ein paar Jahren so ein Fahrzeug gehabt, wo die Vergaser etwas höher als die Windschutzscheibe waren. Als Fahrer kannst du nicht sehen, was rechts vor dir passiert. Das ist einfach, das ist eben so. Deine Sicht ist blockiert. Es macht zwar Spaß, sicher? Nein, absolut nicht. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist in Sachen Oldtimer wirklich nichts unmöglich. Wer einmal eine Zulassung bekommen hat, kann mit seinem Klassiker fast alles anstellen. Der bunte Strauß an Veränderungen lässt sich eindrucksvoll jeden Samstag im Osten von Phoenix entdecken.